Der ist wirklich sehr komplex. Entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Der ist so besonders. Ich habe sowas noch nie gerochen, kann ich dir an der Stelle sagen. Diesen Duft trägt eine Luxus-Lady. Nein, an der kannst du nicht, an der wirst du dir die Finger verbrennen. Ich kann mir vorstellen, der verdreht Männern reihenweise den Kopf. Der könnte auch Sex in a Bottle heißen, finde ich. Der Duft könnte der Grund sein, warum ich Patchouli heiße. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich liebe es wirklich sehr, über Parfüm zu quatschen. Falls du auch ein Parfüm-Freak bist und meiner Community beitreten möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal, dann siehst du jedes Mal, wenn ein Video online kommt von mir. Und wenn du die Glocke, die ist glaube ich bei dir unten rechts, anklickst, dann bekommst du immer so eine Nachricht. Ein neues Video ist von Angelina Patchouli hochgeladen worden. Denn heute geht es nämlich um Düfte mit Wow-Effekt für Frauen. Das sind Düfte, die mich beeindruckt haben. Die ich jetzt in letzter Zeit getestet habe, die auch bei mir einziehen durften. Ein Teil davon, nicht alle. Ich habe auch einen Tester da. Ja, die ich einfach super toll finde und die wollte ich unbedingt mit dir teilen. Die haben bei mir irgendwie so eine Art Wow-Effekt ausgelöst und ich werde dir auch immer sagen, warum. Ja, viel Spaß bei dem Video. Der erste Duft mit Wow-Effekt habe ich hier in meiner Hand und zwar ist das so eine kleine Abfüllung. Es steht jetzt hier nur Bibliothek drauf. Die nette Verkäuferin in der Parfümerie hat mir Bibliothek drauf geschrieben. Ich weiß aber noch, was das ist. Und zwar ist das Maison Margiela Replica Whisper in the Library. Geflüster in der Bibliothek ist das. Und der Name ist Programm bei dem Duft. Das ist oft so bei den Replika-Düften, habe ich so das Gefühl. Sunday Morning gibt es, glaube ich, auch. Der roch wirklich wie ein Sonntagmorgen. Also so nach Freiheit so ein bisschen. Ja gut, hier geht es aber hier um Whisper in the Library. Geflüster in der Bibliothek. Also ich finde den echt wow. Deswegen ist an diesem Video. Der ist echt wow. Das ist definitiv ein Kaufkandidat für mich. Der muss bei mir einziehen. Der riecht süß, holzig. Der riecht nach einer Bibliothek. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Harvard-Bibliothek ist. Der riecht nach dunklem Holz, nach hohen Bücherregalen, nach ganz alten Büchern mit so einer Goldschrift drauf. So riecht er für mich wirklich so elegant, edel, so hochwertig einfach, irgendwie so wertvoll wie diese ganzen Bücher. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt in dieser Bibliothek tatsächlich Stille herrscht. Ich kann nicht mehr sprechen. Da herrscht Stille. Die Jurastudenten, ich kann mir vorstellen, dass da Jurastudenten gerade sitzen, die flüstern wirklich. Das ist wirklich ein Geflüster in der Bibliothek. Das ist ein Duft, ich rieche hier am Anfang sehr viel Gewürz, ich rieche hier süßes Patchouli, ich rieche hier Orange, irgendwie so eine warme Orange, alles sehr hochwertig, der riecht wirklich hochwertig für mich. Der wird dann nach der Zeit wärmer und süßer und dann kommt irgendwann so eine edle Vanille raus, also irgendwie würzig edel, so kommt die Vanille dann nach der Zeit raus. Echt ein super toller Duft. Haltbarkeit 6-7 Stunden. Ich hätte mir ein bisschen eine längere Haltbarkeit gewünscht. Ist aber okay. Ich finde 6-7 Stunden ist komplett okay. Die Siage ist auch okay. Ist kein Biest, leider. Ich mag ja Biester. Ich finde dadurch, dass es aber ein Geflüster ist, darf der Duft halt auch nicht zu laut sein, oder? Genau. Der erste Duft, der mich geflasht hat, der mich beeindruckt hat, der wird definitiv bei mir einziehen. Also, oh, der ist echt schön. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Duft mit einem definitiven Wow-Effekt ist der hier. Ich bin echt in love mit diesem Duft. Und zwar ist das von Initio Mystic Experience. Der Duft, also jetzt unübertrieben, der könnte der Grund sein, ist er nicht. Aber das könnte, der Duft könnte der Grund sein, warum ich Patchouli heiße. Weil das ist Wow-Patchouli. Das ist ein süß, würziger Duft mit einer pudrigen Note. Der Duft ist der helle, mystische Wahnsinn. Ich bin echt in love mit dem Duft. Also sowas von in love mit diesem Duft. Du bekommst hier Wow Patchouli. Süßes Patchouli bekommst du hier. Oh mein Gott. Süßes Patchouli, verrucht, sexy, mit einer schwarzen Vanille. Das ist eine Vanille, die hat ein Geheimnis. Die hat ein verruchtes, sexy Geheimnis, das keiner erfahren darf. Mystisch, wirklich mystisch. Ein hypnotischer Duft. Ich kann mir vorstellen, der verdreht Männern reihenweise den Kopf. Der könnte auch Sex in a Bottle heißen, finde ich. So geil ist der. Das ist eine sexy Vanille. Und nach der Zeit entwickelt sich da so eine leichte Kaffeenote raus. So eine Art Moschuskaffee. Der ist auch wirklich sehr, sehr, sehr deep. Also unglaublich super toller Duft. Und ich liebe ja Patchouli. Ich liebe Patchouli, aber nur wenn Patchouli so süß rauskommt. Also nicht zu erdig, kratzig, sondern eher so eine süße, edle, elegante Patchouli-Note.
definitiv bei dem Duft der Fall. Das ist ein Duft, die Frau, die diesen Duft trägt, an der kannst du dir die Finger verbrennen. Nein, an der kannst du nicht, an der wirst du dir die Finger verbrennen. Also das ist so eine 100% Garantie, du verbrennst dir an dieser Frau die Finger. Vielleicht an mir, wenn ich den Duft trage. Ich werde dann auf einmal richtig hot oder so. Keine Ahnung, ich übertreibe es jetzt irgendwie so ein bisschen. Ich weiß sonst nicht, was ich noch zu diesem Duft sagen soll. Also der haut mich wirklich um und der muss in dieses Video, weil das ist so... Der ist einfach nur wow. Also du musst den mal getestet haben, definitiv. Kann sein, dass er dir vielleicht zu deep ist, zu mystisch. Aber ist definitiv mein Fall. Wenn du Vanille magst, ein Must-Try. Haltbarkeit 8 bis 10 Stunden, der hält ewig. Siage ist top. Also pass auf mit dem Duft. Vor allem, wenn du Männer in der Umgebung hast. Pass damit auf. Und wenn wir jetzt hier schon bei den sexy Düften sind, zeige ich dir jetzt den nächsten Femme Fatale sexy Duft. Den musst du auch gewachsen sein. Das ist hier eine Abfüllung von Atalia von Parfüm de Mali. Das ist auch ein Kaufkandidat. Ich werde jetzt hier diese Abfüllung leeren und danach werde ich mich auf den Weg machen und diesen Duft vielleicht mal kaufen. Nicht nur vielleicht, ich werde den kaufen. Der ist echt geil. Der passt jetzt nicht so ganz in den Sommer. Ich finde, für den Herbst ist er eigentlich fast perfekt, für den Winter vielleicht auch. Frühling auch, ich finde, nur für den Hochsommer passt er nicht so gut. Boah, aber das ist eine Femme Fatale, verrucht, sexy, arrogant. Diesen Duft trägt eine Luxus-Lady. Also die trägt schwarz, die trägt fetten Goldschmuck, die trägt eine XXL-Sonnenbrille, roten Lippenstift und die lächelt nie. Die lächelt nicht, die ist so ein bisschen arrogant. Ist halt eine Luxus-Lady, die kann sich alles leisten, ist der egal, die muss nicht nett sein, so riecht der Duft für mich. Femme Fatale, der Duft riecht, ich muss jetzt hier gucken, dass ich ihn dir richtig beschreibe, weil irgendwie ist der sehr komplex, finde ich. Blumig, pudrig, irgendwie auch ledrig, ich rieche hier Orange, ich rieche hier edles Leder, ich rieche hier sogar Weihrauch und ich rieche Marzipan. Es ist kein Marzipan drin, ich glaube, das kommt vom Kaschmeran. Und irgendwie Blüten. Die Blüten, die verstecken sich so im Hintergrund, sind aber eher so eine... Das sind arrogante Blüten. Das sind jetzt keine hellen, freundlichen Blüten. Die hellen den Duft schon so ein bisschen auf, aber eigentlich ist er eher so ein bisschen deep. Deep, arrogant. Irgendwie beides. Ich hoffe, du kannst mir folgen, so riecht der Duft für mich. Also wirklich unglaublich. Ich glaube, ich mag auch... mir fällt das auf. Ich mag Düfte mit Orange. Ich mag Orangendüfte. Hier ist auch Orange drin. Aber eine arrogante Orange. Alles an diesem Duft ist irgendwie arrogant und luxus-like. Eine Luxus-Lady. Haltbarkeit 8 Stunden plus, der hält lange. Deswegen will ich den haben, unbedingt. Und Serge ist top. Top, musst du aufpassen. Da werden dir auch vielleicht der ein oder andere Mann wird dir dann hinterherrennen. Ich könnte dieses Video auch anders benennen. Irgendwie so Männermagneten oder so. Aber da kommt auch noch ein Video. Ja, weiter geht's zum nächsten. Der nächste Top-Duft mit Wow-Effekt ist hier von Tiziano Terenzi und zwar ist das Orsa. Orsa ist benannt nach der Segelschiffrichtung, die mit dem Wind gleitet. Weil Paolo Terenzi, der Parfümeur, der fährt gerne Segelschiff. Und deswegen hat er den wahrscheinlich so benannt, zusammen mit Tiziano Terenzi. Das ist ein Duft, der kann schon sehr süchtig machen. Der ist echt wunderschön. Sillage, Haltbarkeit, alles top, top, top. Erwarte ich aber auch von dem Duft, weil der ist schon teuer. Der ist teuer. Man kann es nicht anders sagen. Das ist ein Duft, der kostet ein bisschen was. Und mit bisschen, das ist sehr untertrieben, der kostet echt viel. Finde ich aber, er ist aber halt auch echt schön. Und ich habe ihn jetzt in dieses Video reingepackt, weil er halt echt wunderschön ist. Das ist einer der schönsten Fruchtcocktails, die ich je gerochen habe. Einer davon. Es gibt auch andere, die ein bisschen günstiger sind, aber der gehört halt auch dazu. Wenn ich jetzt einfach mal den Preis ausblende und ich beschreibe jetzt einfach nur den Duft, dann würde ich dir diesen Duft so beschreiben. Der schönste Fruchtcocktail, du kriegst hier tropische Früchte. Ein tropisches Fruchtcocktail mit Kokosnussnoten im Hintergrund. Ich rieche sogar was Maritimes, irgendwie sogar was Salziges, fast schon was Sauberes. Der entwickelt sich dann aber sogar in eine holzige Richtung. Der wird moschusartig und im Drydown habe ich nicht erwartet, habe ich sogar Kaffee und Vanille rausgerochen. Aber erst im Drydown, so nach 2 Stunden ungefähr. Am Anfang riechst du das nicht raus, erst später. So riecht der Duft für mich. Also wirklich unglaublich schön. Ich finde, das ist halt ein sehr geiler Duft zum Verschenken. Ich finde, das ist fast zu schade, den sich selbst zu schenken. Wobei, kann man natürlich auch machen. Aber zum Verschenken ist das halt wirklich ein Erlebnis. Der kommt in einer sehr geilen Box und der ist halt wunderschön. Und das ist halt ein sehr teurer Duft. Das ist ein Statement, wenn man den halt verschenkt. Weil der ist halt echt, echt teuer. Das ist so. Ein anderer Duft, der auch geil ist, ist Telea. Telea heißt der. Türkis, auch wunderschön, same story. Sehr, sehr schöner Duft.
teste den nicht, wenn du nicht verzaubert werden möchtest von dem Duft. Weil der verzaubert dich halt wirklich, der ist halt echt schön. Der macht süchtig. Aber du musst halt wissen, der kostet was. Der ist halt echt teuer. Haltbarkeit ist aber ewig lang. Auf der Kleidung eine Woche, wirklich. Haltbarkeit auf der Haut war bei mir ungefähr so 18 Stunden. Siage am Anfang wirklich Beast Mode. Alle anderen Menschen, die werden sich freuen, wenn du diesen Duft trägst. Die werden sich freuen, weil das ist so eine tropische, paradiesische Wolke, die du dann hinterlässt, wenn du diesen Duft trägst. Und der ist einfach ein Komplimentenfänger, ist halt so. Wenn du die Chance hast, diesen Duft irgendwie zu testen, teste ihn. Oder man kann sich auch Abfüllungen kaufen. Bei Parfumo oder zum Beispiel bei Beauty Concept kannst du dir bei einer Bestellung, wenn du jetzt zufällig was bestellen solltest, kannst du dir den ja angeben als Abfüllung. Genau, also wirklich, wirklich, wirklich sehr schön. Und weiter geht's zum nächsten Duft mit Wow-Effekt. Und jetzt noch ein Duft zum so ein bisschen vom Preisknaller erholen, vom Tiziana Terenzi Duft. Und zwar habe ich hier auch einen Duft, der nicht viel kostet, aber definitiv ein Wow-Effekt Duft ist. Und zwar ist das hier von Rasasi Rums Pur Elle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ne? Rums Pur Elle 93,25. Alle Düfte sind unten verlinkt. Also alle Düfte, die ich dir zeige, die sind alle immer unten verlinkt. Der Deckel ist echt heavy zum Abziehen. Hast du jetzt vielleicht gemerkt. Das ist ein Preisknaller. Das ist ein Duft mit Nischencharakter, der sehr, sehr, sehr schön ist und kostet nicht viel. Den kann ich dir echt empfehlen. Das ist ein Fruchtcocktail mit edlen Hölzern, mit Pfirsich, mit Moschus, mit Ambroxan. Ich mag Ambroxan. Mit edlem Sandelholz. Und eben, wie gesagt, mit fruchtigen Noten. Also mit verschiedenen fruchtigen Noten. Man riecht Pfirsich raus, aber da sind noch andere fruchtige Noten irgendwie drin. Ich finde, wenn ich jetzt länger an diesen Duft rieche, der hat so ein bisschen Aventus-Vibes. Creed Aventus? Falls du den Duft kennst, irgendwas ist da drin. Der hat auch was Frisches. Was Holziges, aber trotzdem auch was Frisches. Und trotzdem in Fruchtcocktail. Irgendwie beides. Der ist wirklich sehr nischig. Und kostet nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür gezahlt habe. Auf jeden Fall unter 50 Euro habe ich dafür gezahlt. Ist unten alles verlinkt. Und ist ein Wow-Duft. Weil wenn du nicht weißt, oder wenn deine Umgebung nicht weiß, dass du so wenig dafür gezahlt hast, die werden denken, das ist ein teurer Nischenduft, den du da trägst. Definitiv. Und ich würde dann vielleicht auch nicht verraten, dass das ein günstiger Duft ist. Sag ja, es war einfach irgendwie ein teurer Nischenduft, dessen Namen du vergessen hast. Und die werden denken, das ist irgendein 200-Euro-Duft oder so. Vor allem, weil die Haltbarkeit auch sehr gut ist. 8 bis 10 Stunden nehme ich den wahr. Auf der Kleidung sogar noch länger. Siage ist top. Und ich mag generell einfach Rasasi-Düfte. Ich finde, die sind immer sehr hochwertig und kosten alle nicht viel. Genau. Musst du dir mal anschauen. Ist ein Duft mit Wow-Effekt. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Top-Wow-Duft, der mich sehr beeindruckt hat, der hat mich beeindruckt, weil der einfach so komplex ist und den ich fast nicht beschreiben konnte. Deswegen kommt er in dieses Video. Das ist der hier. Und zwar ist das Cira von Tiziana Terenzi aus der Luna Collection. Das ist ein Duft, der ist so komplex, der ist so schwer zu beschreiben. Da musste ich mir wirklich ein paar Konzeptpunkte aufschreiben, weil es ist nicht leicht. Wie gesagt, es ist nicht leicht, diesen Duft zu beschreiben. Kurz was zur Luna Collection. Also der ist echt heavy, ne? Kurz was zur Luna Collection. Ich habe mir was aufgeschrieben, das muss ich jetzt kurz ablesen. Ich will hier nichts Falsches sagen. Und zwar, bei der Luna Collection geht es um Zukunft und Erinnerung. Guck, ich habe das hier aufgeschrieben. Hier geht es um Zukunft und Erinnerung in dieser Luna Collection. Und nach der Legende sollen auf dem Mond Gedanken, Gefühle, Tränen, verstrichene Gelegenheiten und unvollendete Taten in Glasampullen aufbewahrt werden. Und das war die Interpretation oder Inspiration, falsch, das war die Inspiration für die Düfte der Luna Collection. Die sind nämlich auch in Glasampullen drin. Und der Geruch, also durch einen Geruch werden ja alte Erinnerungen kommen wieder hoch. Und das soll quasi so einen Duft bei dir hervorrufen. Genau, so ist das bei den Düften. Das ist jetzt der erste der Luna Collection. Ich habe vor, noch andere zu testen. Das ist aber einer der komplexesten. Der ist wirklich sehr komplex. Entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Der ist so besonders. Ich habe sowas noch nie gerochen, kann ich dir an der Stelle sagen. Der riecht für mich nach Ozon. Der riecht der riecht für mich nach irgendwie Hitze. Cira ist ein Stern im Sternbild von Andromeda. Und das ist ein Stern, der dreht sich um seine eigene Feuerachse irgendwie und bringt dann eben diesen Stern zum Leuchten. Und so riecht der Duft für mich auch. Der riecht nach Hitze, der riecht nach feurigen Emotionen. Der riecht fruchtig, frisch
und irgendwie würzig, aber nicht typisch nach Frucht. Das ist irgendwie Quitte, also Quitte ist drin. Das ist aber so eine säuerliche, herbe, irgendwie aber trotzdem auch frische Quitte. Und die Gewürze sind auch keine normalen Gewürze. Das sind Gewürze, das sind keine orientalischen Gewürze oder so. Das ist wie so ein brennender Pfeffer. Der Duft riecht für mich nach einer Ozonschicht, nach Ozon. Da ist auch Sauerstoff drin. In der Duftpyramide ist Sauerstoff drin. So was hast du noch nie gerochen. Und so riecht der Duft für mich auch. Irgendwie, ich stelle mir vor, dass die Ozonschicht so riecht wie der Duft. Also irgendwie fruchtig, aber in besonders fruchtig. So einen Fruchtduft hast du vielleicht noch nie in deinem Leben gerochen. Also komplett, komplett anders. Also das ist wirklich Fruchtcocktail. Der nicht. Der ist irgendwie säuerlich, nach Hitze, pfeffrig, würzig, aber kein typisches Gewürz. Auf jeden Fall einen Test wert. Der ist so komplex, ohne Ende. Der hält auch ewig lang. Der hält vielleicht so lange, wie die Ozonschicht hält. Keine Ahnung, für immer halt. 8 bis 10 Stunden. Auf der Kleidung noch länger. Sillage ist auch top. Das sind wirklich Emotionen. Das sind Erinnerungen, die hochkommen an irgendwas, was vielleicht in deinem Unterbewusstsein sich irgendwie versteckt hat. Das kommt vielleicht durch diesen Duft irgendwie raus. Der ist so deep. Anders kann ich den Duft nicht beschreiben. Und ich finde die... der Flakon, der passt irgendwie so, das ist so Gold, der kostet auch ein bisschen was. Kann ich dir verraten, ist alles unten verlinkt, falls du mal nachschauen möchtest. Kannst du dir auch als Abfüllung vielleicht mitbestellen, falls du zufällig was bei Beauty Concept bestellst. Gibt's auch alle bei Beauty Concept. Ja, aber auf jeden Fall erstmal testen, bevor du den vielleicht blind bestellst. Normalerweise bin ich jemand, der kauft schon mal was blind ein. Den hier würde ich nie im Leben blind bestellen, den musst du getestet haben. Kann ich dir ans Herz legen. Und vielleicht verliebst du dich in den. Oder du sagst, ne, der ist nichts. Oder es ist halt komplett deins. Kann sein. Genau. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Top-Duft, der mich geflasht hat, ist hier von Histoire de Parfum. Und zwar ist das die 7753. Ich habe den Duft schon vorgestellt in dem Video, in dem es um Histoire de Parfum geht. Da habe ich die 5 Top-Düfte von allen Düften rausgesucht und dir vorgestellt. Ich werde das Video oben verlinken. Der hier hat mich sehr geflasht. Bei dem dachte ich mir, okay, das ist jetzt wirklich ein Wow-Duft. Der ist wow. Warum? Ich habe überlegt. Und dann ist mir ein anderer Duft in den Sinn gekommen, dem der Duft irgendwie ähnelt. Und deswegen finde ich den so gut. Und zwar ist das Twilly von Hermes. Der hat definitiv Vibes von Twilly von Hermes, ist aber auf gar keinen Fall ein Zwilling. Der hat einfach nur diese herbe orange Ingwernote, die bei Twilly auch drin ist. Und deswegen liebe ich diesen Duft. Jetzt nochmal aber zur Nummer 7753, falls du das andere Video noch nicht gesehen hast. Das sind die Maße der Mona Lisa. Hier geht es nämlich in dem Duft um Mona Lisa. Es geht nicht um Mona Lisa selbst. Also es geht eher um die Dimensionen, die Mona Lisa dir offenbart, die Emotionen, die du hast, wenn du Mona Lisa anschaust. Es geht um das Bild der Frau generell und es geht darum, dass Mona Lisa ist ja, also wenn du sie anschaust, dann lächelt sie irgendwie, aber irgendwie hat sie doch auch einen kühlen Blick drauf, oder nicht? Und das soll die Komplexität dieses Duftes auch nochmal irgendwie unterstreichen. Das ist so, das ist ein sehr komplexer Duft. Ich versuche ihn dir jetzt zu beschreiben. Also Twilly Vibes, ich rieche hier... zitrische, pfeffrige Noten, also diese Pfeffernote, die hat ja Twilly nicht, die ist hier drin. Zitrische, pfeffrige Noten, ich rieche hier Efeu, ich rieche Ingwer, ich glaube Ingwer ist nicht mal drin, Mandarine ist drin, die riechst du gut raus. Dann kommt nach der Zeit eine kühle, herbe, sehr erwachsene Tuberose raus, also es ist keine Bubblegum-Tuberose, das ist eine sehr erwachsene Tuberose. Und dann gegen Ende im Drydown kriegst du dann edles Sandelholz und edles Patchouli raus, der wird dann irgendwie so weich. Das ist für mich ein Duft, der riecht nach dem Louvre. Der riecht wirklich nach einem Louvre. Der riecht modern und irgendwie barock gleichzeitig. Irgendwie auch klassisch altbarock. Du hast im Louvre verschiedene Epochen. Du hast da die moderne Kunst, du hast da ganz alte Bilder, Kunstwerke. Und so riecht der Duft für mich. Also nicht nur nach Mona Lisa. Unglaublich sehr, sehr, sehr geiler Duft. Und ja, wegen Twilly liebe ich, glaube ich, auch den. Deswegen ist das so. Haltbarkeit 7 Stunden plus. Der hält schon ganz gut, aber nach 7 Stunden nehme ich den halt echt nicht mehr wahr. Also es kommt auch auf seine Haut drauf an, ist halt bei meiner Haut so, meine Haut ist ein bisschen trocken, musst du wissen. Sillage ist okay, ist ein gutes Mittelmaß, könnte ein Ticken besser sein für meinen Geschmack, ist es aber keine schlechte Sillage bei dem Duft. Das komplette Louvre wird der Duft nicht füllen, das Louvre ist aber auch sehr groß. Einfach als Info für dich. Falls du mal in Paris bist, geh ins Louvre und schau dir die Mona Lisa an. Genau, weiter geht's zum nächsten. Der nächste Top-Duft, der mich auch geflasht hat, ist hier von Roberto Ugolini und zwar ist das Kittenheel.
Der Name, Kitten Heel. Ich finde, der riecht jetzt nicht wirklich nach einem High Heel. Nach einem Heel riecht er jetzt ehrlich gesagt nicht. Finde ich jetzt. Ist jetzt einfach mal meine Wahrnehmung. Das ist ein blumig, frischer, auch irgendwie fruchtiger Duft. Das ist ein Duft, boah, da willst du dich reinlegen, weil der so schön ist. Deswegen, ich habe den so gerochen und ich dachte so, wow, der ist echt schön. Der erinnert mich so ein bisschen an Good Girl Gone Bad von Killian. So ein bisschen so der Auftakt. Frische Blüten, alles sind sehr aufgefrischt, irgendwie auch cremig, pudrig. Das sind irgendwie weiße Blüten, also frische Blüten mit Frucht gleichzeitig. Irgendwie beides. Das ist irgendwie, das ist so ein Mix von beidem. Das sind Früchte, die du mixt mit ganz viel Blüten. So in irgendwie so einem Topf und dann bekommst du das hierbei raus. Das ist ein Duft, der entwickelt sich dann irgendwann in eine eher warme Richtung. Dann kommt mehr Ambar raus, mehr Vanille bekomme ich hier raus. Irgendwie wird der hölzerner, finde ich sehr schön. Du bekommst trotzdem aber immer auch diese frische Note raus. Die hast du irgendwie im Hintergrund, aber der wird schon wärmer. Der wird wärmer. Am Anfang darfst du dich nicht beirren lassen von diesem Duft. Gib dem so ein bisschen Zeit. Der hat mich aber in dem Duftverlauf irgendwie, der hat mir diesen Wow-Effekt gegeben. Deswegen ist er in diesem Video. Das ist so ein Duft, der erinnert mich an die ersten Sonnenstrahlen im Frühling. Das ist so dieses Gefühl, das du hast, wenn es ewig lang irgendwie dunkel war draußen. Einfach kalt, düster und dann auf einmal ist Frühling und die Sonne geht auf und du freust dich. Dann hast du doch dieses schöne Gefühl, diese Frühlingsgefühle einfach. Und so riecht der Duft für mich, weil der irgendwie warm ist, aber irgendwie auch, der hat auch was Frisches. So riecht der Duft für mich. Riecht jetzt nicht nach einem High Heel. Der riecht jetzt für mich nicht nach einer Diva. Und ich finde, das ist eine Frau, da denkst du, die ist eigentlich ganz brav und nett und freundlich. Die hat es aber faustdick hinter den Ohren. Die hat es faustdick hinter den Ohren. So riecht der Duft für mich. Weil der sich einfach so schön entwickelt. Der gibt dir erst so eine Frische und dann wird der irgendwie edel. Der wird so edel, armbar, vanillig, holzig. Sandelholz kriegst du am Ende auch raus. Ja, so riecht der Duft für mich. Haltbarkeit, ungefähr 7 Stunden plus minus. Kommt auf deine Haut drauf an. Ist ganz okay, ist jetzt aber auch kein Biest. Siage ist auch mittelmäßig. Ist jetzt kein Duft, der komplette Räume füllt, den wirst du aber wahrnehmen. Das ist wie so eine zweite Haut, in der du dich total wohlfühlst. Mit einem Zwinkern. Eben eine Frau, die es halt faustdick hinter den Ohren hat. So riecht der Duft für mich. Das war jetzt der letzte Duft mit Wow-Effekt, der mich jetzt in den letzten Wochen geflasht hat. Wenn du noch mehr von diesen Videos sehen möchtest, schreib mir das doch in die Kommentare. Wenn du einen Duft hast, der dich unendlich geflasht hat, dann schreib mir das auch in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr, von was für Düften du geflasht bist. Mich interessiert das, was meine Abonnenten so machen den ganzen Tag. Ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Tschüss!